25 Millionen Euro Hotelprojekt als Turbo für Tourismus im Salzkammergut. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde vergangene Woche das neue Hotelprojekt im Stadtzentrum von Bad Ischl präsentiert. 4 Sterne, 130 Zimmer und Suiten, 24 Monate Bauzeit, Eröffnung im Juni 2023. Das sind die Fakten für das neue Hotel im Stadtzentrum von Bad Ischl, Grand Elisabeth. Das neue Hotel bringt wichtige Bettenkapazitäten für das Kulturhauptstadtjahr 2024. Denn im Kulturhauptstadtjahr will sich das Salzkammergut besonders als hervorragender Gastgeber präsentieren und zu Folgeaufenthalten in einer lebenswerten Region einladen. Es ist heute ein Festtag für Bad Ischl. Das Hotel hätten wir schon lange gebraucht. Es hat immer wieder Interessenten gegeben und Projekte, die vorgestellt wurden, aber es ist nie zur Umsetzung gekommen. Und jetzt ist wirklich so, dass wir den Tag haben, wo wir sagen, jetzt gehen wir es an. Und jetzt ist nur wichtig, wir von der Politik haben alles gemacht, dass es schnell geht. Und jetzt hoffen wir auf einen Start im 21er Jahr und dass wir 23 eröffnen können. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, ich bin nicht nur optimistisch, sondern ich sehe das Ganze sehr, sehr positiv. Die geplante Investition in Höhe von 25 Millionen Euro bringt nicht nur wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft, die dieses Projekt umsetzen wird, sondern auch eine weitere Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Dieses Hotelprojekt ist weit über das Kulturhauptstadtjahr hinaus ein Leuchtturmprojekt für Bad Ischl und das Salzkammergut, erklärt Landesrat Markus Achleitner. Ja, das Salzkammergut und Ischl ist für uns die Tourismusregion in Oberösterreich, weil wir haben dort Steigerungen in den letzten 10 Jahren von rund einem Drittel der Nächtigungen. Warum? Weil viel investiert wurde, weil die Menschen so sind, wie sie sind, dass sie Top-Dienstleistungen liefern. Und das Kulturhauptstadtjahr ist vielleicht für das eine oder andere Projekt so das letzte Quäntchen, das man noch braucht quasi. Aber geht es darum, dass wir nachhaltig Arbeitsplätze schaffen in diesem Land, dass wir nachhaltig super Tourismusprojekte realisieren und damit natürlich unser schönes Land auch in Wertschöpfung umsetzen können. Darum geht es und das Projekt ist ein weiterer Meilenstein dazu. Das von der Gmundner Architektin Inge Krebs-Hinterwirth präsentierte Architekturkonzept wurde mit großer Mehrheit zum Sieger gekürt. Heben Josef Oehlinger von der Baufirma Kieninger und Magister Herbert Ackerl als die beiden führenden Vertreter des österreichischen Investorenkonsortiums hervor. Wir haben uns sehr intensiv mit den bestehenden Gebäuden hier in Ischl auseinandergesetzt und natürlich mit der Kaiservilla. Die Kaiserin und der Kaiser haben natürlich da in Ischl eine große Tradition und ich glaube, es ist einmal wichtig, bei einem neuen Projekt sich immer auch mit der Geschichte vorerst auseinanderzusetzen. Und genau dieser Ehegrundriss, den es bei der Kaiservilla gegeben hat, diese Hommage des Kaisers an seine Frau Elisabeth, wie er es umgesetzt hat, haben wir versucht, eben in das neue Projekt einfließen zu lassen. Ja, es hat natürlich genaue Vorgaben zum Raumprogramm gegeben, das wir selbstverständlich umgesetzt haben. Und dann war immer auch der Hinweis, dass es sich wirklich hier in Ischl gut einfügen soll, dass die Nachbarn zufrieden sind, dass es nicht zu hoch ist, dass einfach hier gut nach Ischl passt. Also wir stehen hier, glaube ich, an einem der schönsten Plätze von Bad Ischl. Es ist das Leitprojekt meiner Meinung nach für die Kulturhauptstadt 2024. Und das ist natürlich für uns etwas ganz, ganz Besonderes. Außerdem bin ich wirklich stolz darauf, dass wir in kurzer Zeit in Zusammenarbeit mit den Anrainern, mit der Politik, mit dem Tourismusverband, glaube ich, wirklich ein Projekt präsentieren können haben, mit dem wir alle eine riesige Freude haben. Tja, wir haben jetzt allerdings nur ein paar Monate daran gearbeitet. Wir haben den Zuschlag von der Stadt Bad Ischl erst im Juni erhalten, haben dann sofort den Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Wir haben uns ja schon vorher sehr intensiv mit dem Bauplatz befasst. Wir haben ein sehr genaues Briefing den Architekten gegeben und darum ist auch letztlich bei der Wettbewerbspräsentation so ein tolles Projekt rausgekommen. Es ist ja nicht das erste Hotelprojekt, dennoch ein besonderes. Es ist jedes Hotelprojekt was Besonderes für uns. Es hat jedes andere Herausforderungen. Es ist immer ein anderer Standort. Es sind andere Investoren und wir sind sehr glücklich, dass wir eigentlich hier wieder das gleiche Team haben wie beim Kuhi Alpin in Gosau. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch den Zeitplan einhalten und dann Mitte 2023 das neue Hotel eröffnen. Die Herausforderung wird sein, jetzt in diesem engen Zeitkorsett die richtigen Weichen zu stellen, wobei gerade jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich
also nach dieser großen Etappe, die wir jetzt gegangen sind natürlich schon, aber wird es jetzt wichtig sein, mit dem Betreiber die Details auszuarbeiten. Es geht darum, die ganzen Behördengenehmigungen einzuholen und um dann im Frühsommer wirklich einreichfähig und damit auch baufähig zu sein. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Auch das Bauen ist natürlich eine Herausforderung, zumal es hier mit der Geologie und mit dem Wasser nicht ganz so einfach ist. Aber ich sage, das ist unser tägliches Geschäft, auf das freuen wir uns. Das werden wir genauso bewältigen wie diese ersten Schritte. Ischl hat in den letzten Jahren viel richtig gemacht. Die Stadt hat sich herausgeputzt. Wir haben viele Investitionen auch des Landes hier getätigt. Und was uns gefehlt hat, war für den Kongresstourismus noch ein weiteres Haus. Da hat es viele Konzepte gegeben und ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt diesen Startschuss geben können. Gerade in schwierigen Zeiten ist dies wichtig. Es ist ein Signal für die Bauwirtschaft, es ist ein Signal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für den Tourismus insgesamt. Das wird einen Schub geben für Ischl, für das Salzkammergut und damit für ganz Oberösterreich, auch im Hinblick auf 24 mit der Kulturhauptstadt. Wir rüsten uns rechtzeitig mit solchen tollen Projekten und ich gratuliere wirklich ganz herzlich dazu. Es ist ein Feiertag, ein Freudentag für ganz Oberösterreich. Ein neues Kongress- und Urlaubshotel und das hat Ischl wirklich dringend gebraucht. Obwohl wir wunderbare Vier-Stern-S-Betriebe haben, tolle Gastronomie, tollen Handel, ist es ganz wichtig, dass Tagungen und Kongresse einfach größere Häuser haben, wo man großes Kontingent bekommt. Und unsere Häuser sind so gut gebucht, dass es oft schwierig ist, selbst Jahre im Voraus 100, 200 Personen unterzubringen an einem kurzen Kongress, weil Kongresse sind ein, zwei Übernachtungen. Es ist eine Aufwertung in der Region, eine Aufwertung für das Salzkammergut und Bad Ischl. Es ist kein Gegenprojekt zu den anderen Hotels. Ich glaube, es werden alle davon profitieren. Wir werden mehrere Gäste nach Bad Ischl bekommen, die was nicht Tagestouristen sind, sondern die was längere Zeit bei uns bleiben. Das ist einfach das Wichtige dran. Ja, und somit bleibt zu hoffen, dass dieses Hotelprojekt im Stadtzentrum von Bad Ischl nun, nach jahrelangen Diskussionen, tatsächlich im Frühling 2021 gestartet wird.